Das müssen wir ja nicht bringen, aber ich kann das ja mal kurz erzählen. Dieses Schaf war natürlich eine Aktion. Also ich stehe in war schon ein bisschen gebrandmarkt, ne? Mit diesen ersten Preisen. Ich stehe auf dem Siegerpodest, hatte das Rennen in Bulgarien gewonnen. Da liegt so mit zusammengebundenen Füßen daneben so ein Schaf, damit es nie wegläuft. Ich denke, das wird es ja jetzt nicht hier geben, doch. Das war der erste Preis. Das ist ja bis dahin noch ganz schön. Aber dann musste ich das Ding ja mitnehmen. Und von Bulgarien durch Rumänien, durch Ungarn, durch die Tschechei nach Deutschland. Also das waren mal schon mal viermal Zoll, die alle den Hygienepass und was weiß ich was sehen wollen, was ja nicht ging. Ernähren musste ich den ja auch irgendwie. Wir waren ja ein bisschen unterwegs von daher. Ging nicht, konnte man nicht lösen, dazu die Papiere zu kriegen. Also und wohlmöglich da schlachten oder eben in den Kampf-Janien-Fahrer. Dann haben wir uns so eine große Blechbehältnis, so ein Verpackungsding besorgt, hinten im Rennanhänger hinter das Rennauto gelegt, Gras geholt und reingepackt und ihn da rein. So. Angekommen an der rumänische Grenze beim Zoll. Der war die ganze Zeit ruhig und pünktlich, als wir standen und der Zollfritz fing der hinten an. Fuß gegen den Hänger. War am Moment ruhig. Der hat gekickt, wo das herkam. Jetzt hat man sicherheitshalber, weil das roch natürlich nach Schaf ohne Ende, sicherheitshalber Diesellappen uns gemacht vom LKW und die hinten rin geschmissen, damit, wenn der die Tür aufmachte, das nicht sofort nach Schaf roch wie doll. Jedenfalls sind wir über die Grenze auch dann rübergekommen, weil das hinten hinterm Rennauto, der hat sich natürlich vorne am Bauch ein schmaler Bereich, er hätte klettern müssen, um an den Schaf zu kommen. Schaf ist über die Grenze gekommen, sind dann frühmorgens angekommen in Ungarn, mitten in der Nacht. Im Ungarn selber angehalten, wo der Stadtpark ist. Und, also das könnt ihr nie senden, ja. Wo der Stadtpark ist. Das Schaf musste ja raus. Alle Leute, die sind frühmorgens, wie das dann so ist, mit ihren Hunden gekommen, in den Stadtpark gelaufen. Ich habe das Schaf rausgeholt. Ich musste das ja irgendwie festhalten. Da hatten wir nur eine Handlampe da, also Kabel rum an der Handlampe und bin mit dem Schaf im Stadtpark frühstücken gegangen. War also wirklich. Wir sind jedenfalls mit dem Schaf angekommen zu Hause. Ist ja logisch, dass der durfte ja nicht geschlachtet werden oder sonst irgend sowas. Der war auch relativ selten, haben wir dann festgestellt. So ein Merino mit den gerundeten Hörnern. Er war dann mehr oder weniger, der hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass er ein Schaf ist. Der hat gedacht, er ist ein Hund. Der hat zum Schluss das Grundstück sowas von abgesichert. Wenn irgendwer da raufkam, hat der so gemacht und ist losgerannt und er hatte eine Spezialität für Oberschenkel. Die hat er seitlich jeden Mal gerammt. Es kam jedenfalls keiner mehr, wenn das Schaf frei auf dem Hof lief, kam keiner mehr auf den Hof. Also war auch schon ein Ereignis, ist uralt geworden. Den haben wir zum Judenschluss dann bei einem Bekannten, der die züchten wollte, also nicht züchten wollte, der hat den dann, also war praktisch wie ein Paradies, der hat dann sich fortgesetzt dort. Und das hat er noch geschafft? Ja, alles gut. Er war ja gut im Flieger, war ja ganz klein, wie wir ihn gekriegt haben. Ja, so war das mit dem Schaf. Entschuldigung. Episode am Rand.